So, okay. Wir befassen uns jetzt mal mit Automaten, die man im Kontext von kontextfreien Sprachen einsetzen kann. Wir haben ja schon festgestellt, dass man bestimmte kontextfreie Sprachen, nämlich diejenigen, die nicht regulär sind, nicht mit deterministischen endlichen Automaten oder auch nicht mit nicht deterministischen endlichen Automaten erkennen kann. Ja, also nehmen wir mal folgende typische Beispielsprache, ja, L ist gleich A hoch N, B hoch N, also alle Wörter, die aus A hoch N, B hoch N bestehen. Nee, N soll mal sein größer gleich 1, ja? So. Also alle Wörter hier, die aus gleich vielen A's und B's bestehen, und zwar erst alle A's und dann alle B's. Also 3 A's, 3 B's, 4 A's, 4 B's und so weiter und so weiter. Diese Sprache ist nicht erkennbar durch einen endlichen Automaten. Warum nicht? Das haben wir auch schon festgestellt, weil wir ein Gedächtnis bräuchten. Ne? Also wenn wir nämlich im endlichen Automaten schon n A's gelesen haben, dann müssten wir wissen, wie viele A's wir gelesen haben, um gleich viele B's noch zu akzeptieren. Und das hat man im endlichen Automaten einfach nicht die Möglichkeit. Ne? Man hat keinen Speicher. So, wenn man jetzt aber ein Automat mit Speicher konstruiert, dann kann man sich auch eine solche Da kann man auch eine solche Sprache erkennen. Und ein solches Automatenmodell mit Speicher, das sind die sogenannten Kellerautomaten. So, wie funktioniert so ein Kellerautomat? Ja? Also ein Kellerautomat liest ein Eingabewort. Ich mache hier mal so eine Eingabezeile. Ja? Beispielsweise lesen wir mal das Eingabewort A, 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 B, B. B. Also wir wollen das Wort A, 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 B, B, B abarbeiten und erkennen, ob das in der Sprache ist oder nicht. Ja? Und der Automat muss natürlich genauso funktionieren wie ein deterministischer Automat, in dem Sinne von, dass man erkennen kann, wenn ein Wort in der Sprache ist, dass es in der Sprache ist, und wenn ein Wort nicht in der Sprache ist, dass es nicht in der Sprache ist. Ja? Also er muss einem sozusagen exakt die Wörter akzeptieren, die in der Sprache sind, und genau diejenigen, die nicht in der Sprache sind, nicht akzeptieren. So. Okay, was macht man jetzt? Also man hat hier so eine Eingabezeile, ja? Und jetzt wird hier Buchstabe für Buchstabe abgearbeitet, so ähnlich wie beim deterministischen Automaten, endlichen Automaten. So. Wir haben außerdem Zustände, ähnlich auch wie beim endlichen Automaten, nur ja, die können wir hier mal separat darstellen, ja? Also vielleicht in so einem eigenen Kästchen, machen wir es vielleicht mal rund. So, haben wir hier einen Zustand. Vielleicht nennen wir den mal Z0 für Zustand 0. Ja? Okay. So. Und jetzt arbeiten wir das Wort Buchstabe für Buchstabe ab, befinden uns jeweils immer in irgendeinem Zustand, ja? Und haben zusätzlich noch einen Keller zur Verfügung, einen Speicher. Ja? Den nennt man auch Keller oder Stack. Ja, deswegen sagt man auch Stackmaschine beispielsweise, im Englischen Push-Down-Automaton. Ja. Man hat hier einen Speicher, der folgendermaßen funktioniert. Das, was zuletzt reingelegt wurde, das kann man auch wieder als erstes rausholen. Na, man kann nicht beliebig drauf zugreifen. Also wenn ich jetzt die Elemente drin habe, sagen wir mal hier so, ne? Unten habe ich hier so ein Herzchen drin, und dann habe ich hier ein Smiley drin und vielleicht mal einen Buchstaben, ja. Wenn jetzt hier wieder was drauf kommt, also beispielsweise ein Blitz, dann kann ich im nächsten Schritt nur den Blitz lesen. Ich kann nicht auf das A, nicht auf den Smiley und nicht auf das Herzchen zugreifen, sondern immer nur das, was zuletzt draufgelegt wurde, das kann ich wieder rausholen. Das nennt man auch einen LIFO-Speicher. Ich schreibe es hier nebenbei hin. LIFO. Das bedeutet last in, first out. Ja, LIFO. Last in, first out. Das letzte, was reingekommen ist, das kann auch wieder rausgeholt werden. Im Gegensatz beispielsweise zu einer Queue oder einem FIFO-Speicher. Das ist das First in, First Out-Prinzip. Hier haben wir Last in, First Out. Okay. Oder auch Stack, sagt man dazu, ne? Stack. Stapel im Deutschen, Keller, wie auch immer, da gibt es verschiedene Begriffe. Wir sprechen im folgenden Mal vom Keller und vom Kellerautomaten. So, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen was weg. So, wir haben also einen Keller und da können wir Sachen reinlegen, ne?
Und dann legen wir auch Symbole ab, einzelne Symbole, genau, Kellersymbole, die aber unterschiedlich sein sollen mal von den Symbolen, die in unserem Alphabet Sigma vorkommen. Ne? Wir haben hier unser Alphabet Sigma ist A und B. Jetzt klingelt das Telefon, das lassen wir mal kurz klingeln. So, wir haben also Sigma A und B und genau, in unserem Keller sollen andere Symbole abgelegt werden. Das arbeiten wir uns gleich mal. So. Was muss man noch beachten im Keller? Beispielsweise, am Anfang liegt immer ein bestimmtes Symbol im Keller, nämlich die Raute. Ja? Das soll mal so ein Symbol sein, das einfach am Anfang drin liegt und immer drin liegt am Anfang, wenn wir beginnen. Christian Spanagel? Okay, jetzt hat er schon aufgelegt. Okay, gut. Ich lege mal den Hörer neben dran. Alles da. So. Okay. Okay, also das Symbol liegt immer am Anfang drin. Ja? So. Wie funktioniert jetzt der Automat? Also, wir befinden uns in irgendeinem Zustand. Ja, man muss jetzt ein paar Regeln angeben. Ne? Wir befinden uns in irgendeinem Zustand, beispielsweise im Zustand Z0. Man liest ein Symbol aus dem Wort, beispielsweise das kleine a. So, das ist die Situation, die man vorfindet. Und es gibt irgendein oberstes Zeichen hier im Keller. Ja, das wäre in diesem Fall die Raute. Ja, also das ist unsere Situation. Wir sind im Zustand Z0, lesen ein kleines a und im Keller ist obendrauf die Raute. Dann soll das Folgende passieren. Man ändert den Zustand oder bleibt in dem Zustand, also beispielsweise bleibt man im Zustand Z0. Okay, man könnte auch in Z1 wechseln oder was weiß ich, also irgendeinen Zustand. Und man legt hier Zeichen drauf. Und zwar kann man beliebig viele drauflegen. Man könnte ja zum Beispiel hier ein großes A, ein großes B und ein großes C drauflegen, ja. Also angenommen, man wollte das machen, ich simuliere das jetzt mal. Angenommen, man wollte jetzt hier erst ein A drauflegen, dann ein B, dann ein C, dann würde man das so hinschreiben. C, B, A. Also das rechte Symbol wird ganz unten hingelegt, dann kommt das nächste und das, das ganz links steht, steht ganz oben. Ja? Also das wäre jetzt eine Regel, die sagen würde, wenn du im Zustand Z0 bist, ein kleines A liest und im Keller die Raute liegt, ach so, dann bleib im Zustand Z0 und schreibe C, B, A in den Keller und die Raute. Also das, was hier gelesen wird, das nimmt man tatsächlich raus, das ist dann nicht mehr drin. Und wenn man es nochmal drin haben will, also wenn wir die Situation herstellen wollen, dann müssen wir das hier wieder zurücklegen. Ne? Wenn wir jetzt die Raute nicht drin haben wollten, ne, kann man sich auch entscheiden, dann würde man das so hinschreiben. Ja? Also dann hätte man die Raute rausgenommen und stattdessen CBA reingelegt. Oft will man aber die Raute wieder mit reinlegen, ich zeige euch gleich warum. So, dann muss man sie auch als letztes Zeichen hier wieder dazu schreiben. Okay, und jetzt kann man hier beliebig viele Regeln angeben und vielleicht sollte man auch gleich dazu sagen, der Automat ist prinzipiell nicht deterministisch. Das heißt, man könnte jetzt auch für dieselbe Situation eine andere Regel angeben. Ja, zum Beispiel diese hier. So, um sich dann zu entscheiden, naja, gut, okay. Entweder nehme ich die Regel oder die Regel. Das kann man sagen, okay, das ist ja eine gewisse Beliebigkeit dabei. Ist es tatsächlich? Entscheidend ist jetzt natürlich, was man vereinbart, wann ein Wort akzeptiert wird als in der Sprache befindlich. Und zwar folgendermaßen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendeine Möglichkeit, das Wort komplett abgearbeitet zu haben und der Keller ist leer, dann ist das Wort in der Sprache. Es gibt also keinen Endzustand oder irgendwas, sondern unsere Regel ist, wenn das Wort abgearbeitet ist und der Keller ist leer, dann ist das Wort in der Sprache. So, es gibt natürlich, wenn man so nicht Determinismus drin hat, wenn man sich entscheiden kann, ne, immer verschiedene Möglichkeiten. Und die Regel lautet also, wenn es irgendeinen Weg gibt, irgendeine Abarbeitungsreihenfolge, die dazu führt, dass das Wort leer ist und der Automat leer und der Speicher leer, dann ist das Wort akzeptiert. Wenn es keine solche Abarbeitungsfolge gibt, dann ist das Wort nicht in der Sprache. So. Okay.
Und jetzt machen wir doch mal das gleich hier oben für unsere Sprache, ja? So. Das ist die Anfangssituation. Wir lesen ein Wort und im Keller befindet sich dieses Kellersymbol, die Raute und wir sind im Zustand Sit 0. So. Jetzt, ja, was machen wir, wenn wir Z0 im Z0 sind, ein kleines A lesen? Ne? Also am Anfang müssen wir ja letztlich uns merken, wie viele A's wir gelesen haben, um dann später zu wissen, wie viele B's wir noch lesen dürfen. Das heißt, es empfiehlt sich doch, für jedes kleine A ein großes A in den Keller zu legen. Ja? Und da bleiben wir mal im Zustand Z0. Ja, wir legen jetzt also ein großes A in den Keller und die Raute bleibt mit drin. Das heißt, wenn wir also jetzt hier den ersten Buchstaben lesen, dann lesen wir diesen Buchstaben und holen die Raute raus. Die ist dann weg. Okay, die Raute ist weg. So. Klein a haben die Raute rausgeholt und was tun wir jetzt? Wir legen, bleiben im Zustand Z0, bleiben wir und wir legen die Raute wieder rein und ein großes a. So. Und dann wechseln wir zum nächsten Buchstaben. Hierhin. So. Jetzt sind wir im Zustand Z0, lesen ein kleines a und holen uns wieder das oberste Zeichen aus dem Keller raus. Das ist jetzt ein großes a. Ne? So. Wir wollen uns ja merken, wie viele kleine a's wir gelesen haben. Das heißt, wir legen jetzt für jedes kleine a ein großes a rein. Wenn wir jetzt also eine Regel formulieren, dass wir für ein kleines a ein großes a vom Keller holen, dann sollten wir anschließend wieder zwei a's hineinlegen. Denn wir haben ja ein a rausgeholt und tun ein neues drauf für das aktuelle a. Ja? Wir sind jetzt hier beim zweiten a und wollen noch zwei a's gelesen haben. Das heißt, für dieses a, wenn ich dieses a lese und bereits ein a im Keller liegt, dann tue ich ein weiteres dazu. Und ein weiteres dazu tun heißt eben, nachdem ich eins rausgeholt habe, zwei reintun. Okay. So, und wir wechseln zum nächsten Buchstaben. So, und na, wenn wir jetzt in Z0 sind und ein kleines a lesen und ein großes aus dem Keller holen, da haben wir schon eine Regel, dann wird wieder ein a reingelegt. Okay, das funktioniert also. Na, wir können jetzt diese Regel einfach anwenden. Ein kleines aber, ein großes aber im Keller, kleines a gelesen, legen wir zwei wieder drauf. So. Jetzt wechseln wir in den Zustand, jetzt geht der Pfeil 1 weiter nach rechts, jetzt lesen wir ein kleines b. Wir brauchen also eine Regel für Z0 klein b und groß a. So. Jetzt könnte man sich ja Folgendes überlegen. Für jedes kleine b lasse ich ein großes a verschwinden. Ne? Das heißt, wenn ich gleich viele b's wie a's habe und ich für jedes kleine b ein großes a verschwinden lasse, dann müsste am Schluss noch die Raute übrig bleiben. So, schauen wir mal. Ich lese ein kleines b und ein großes a. Und wenn ich jetzt Z0 im Zustand Z0 könnte ich bleiben. Ne? Das überlegen wir uns später, ob das geschickt ist. Kann ich einfach nichts zurückschreiben, das leere Wort. Ich nehme dieses große A runter und schreibe aber nichts zurück. Das ermöglicht mir sozusagen, dass es runtergenommen wird, auch nichts wieder drauf zu tun. So. So. Und jetzt kann ich, jetzt kann man sich vorstellen, wie es weitergeht. Jetzt kommt hier das nächste kleine B. Achso, das ist ja dieselbe Regel, die ich anwenden kann. Okay, dann verschwindet auch dafür das große A. Für das nächste kleine B verschwindet dieses große a. So. Und jetzt habe ich hier noch eine Raute. So. Und jetzt habe ich ja nichts mehr. Ne? Jetzt bin ich hier am Ende. Das heißt, jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann auch einen sogenannten spontanen Übergang machen. Ich muss gar keinen Buchstaben hier oben lesen, sondern ich kann auch sagen, ich lese nichts. Und wenn dann noch die Raute auf dem Keller liegt, ne? Also wenn ich nichts lese und die Raute auf dem Keller liegt, dann packe ich auch nichts zurück. So. Das ist ein spontaner Übergang. Ich habe also kein Zeichen gelesen, sondern nur nichts gelesen aus dem Wort. Hol mir die Raute aus dem Keller und lege nichts zurück. Was dazu führt, dass ich jetzt an dieser Stelle das Wort abgearbeitet habe, aber und der Keller leer ist. Ja, der Keller ist leer, also das Wort ist akzeptiert und ist in der Sprache. So. Und wir können uns vorstellen, das funktioniert jetzt für alle möglichen Varianten von a hoch n, b hoch n. Ne? Ich lese vier a's, packe für jedes kleine a hier ein großes A drauf. Am Anfang ist eine Raute im Keller, dann ist ein großes A im Keller und ich lege jeweils immer ein großes A mit dazu. Für jedes kleine A wird ein großes A mit dazugelegt. Für jedes kleine B wird ein großes A weggenommen. Und am Schluss lese ich noch das leere Wort und das Kellersymbol und dann
Ja, lege ich nichts mehr in den Keller und der Keller ist leer. Wort leer, Keller leer, Wort ist akzeptiert. Jetzt haben wir hier aber folgendes Problem. Da kann man sich fragen, wozu braucht man denn die Zustände? Ne? Jetzt kann ja folgendes passieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier folgendes Wort habe? Aufgepasst. Wollen wir ein anderes Wort? Wollen wir das Wort A, B, A, B? Das wird jetzt dummerweise auch akzeptiert von unserem Automaten, denn, aufgepasst, ich lese das kleine a, also am Anfang ist die Raute drauf, so. Ich lese das kleine a und mit der Raute bleibe ich im Zustand und lege große a und große Raute in den Stack. So, jetzt komme ich zum kleinen b. Jetzt kann ich mit dem kleinen b das große a wegräumen. Na, das sagt mir die Regel Z0, klein b, groß a, das a wird weggeräumt. So. Jetzt komme ich in den nächsten Zustand, zum nächsten Buchstaben wieder klein a. Jetzt bin ich in Z0, klein a, Z0, klein a. Raute im Keller ist diese Regel. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier großes a drauf tun. Und im nächsten Schritt mit dem kleinen b tue ich es wieder weg. Und damit, ja, dann bin ich hier hinten, also mit dem kleinen b, bei meinem großes a drauf, mit dem kleinen b lese ich das große a weg vom Stack. Ja, so. Und jetzt komme ich in den nächsten Schritt. Da möchte ich jetzt nichts mehr lesen, entferne die Raute und ja, habe einen leeren Keller, leeres Wort. Also Wort fertig abgearbeitet, Keller ist leer, Wort ist in der Sprache. Dabei ist das Wort gar nicht in der Sprache. Ne? Wie kann ich das verhindern? Indem ich Zustände einführe, die eine gewisse Bedeutung haben für mich. Ne? Also, ich will ja nur Wörter dieser Form hier erkennen. So. Das heißt, im Zustand Z0 lese ich für jedes kleine a, lege ich ein großes a auf den Stack. Wenn dann ein kleines b kommt, dann möchte ich in einen anderen Zustand wechseln. So. So. Wenn ich also im Zustand Z0 bin, die ganzen a's gelesen habe und dann ein kleines b kommt und ein großes a vom Stack hole, also nehmen wir mal folgende Situation, ne? So, ich habe jetzt hier abgearbeitet, diese A's nacheinander abgearbeitet, für jedes kleine an, großes A aus dem Stack. Und jetzt komme ich hier hin zum kleinen B. So, jetzt möchte ich den Modus wechseln. Jetzt möchte ich nämlich von dem Modus, lege mir A's auf den Stack, wechsel in, lese für jedes kleine B ein großes A. Oder entferne für jedes kleine B ein großes A. Das heißt, eigentlich möchte ich, sobald ich das erste kleine B lese, sicherstellen, dass ich kein A mehr auf den Stack drauf tue. Das heißt, hier wechsle ich am besten in einen neuen Zustand Z1. Also wenn ich ein kleines b lese und ein großes a vom Stack hole, dann wechsle ich in den Zustand Z1 und lege nichts drauf. Ne? Also lasse das große a weg. Jetzt habe ich für das kleine b ein großes a weggenommen und bin in einen neuen Zustand. Und in diesem Zustand mache ich nichts anderes mehr, außer für kleine b's große a's wegnehmen. Das muss ich jetzt noch hinzufügen, ne? Den gab es noch nicht. In Z1, kleines b, großes a. Das heißt, diese Regel hier wird genau einmal angewendet. Z0, klein b, groß a, geht über zu Z1 und Epsilon. Dann bin ich in Z1 und lese jedes kleine b ein großes a, bleibe in Z1 und nehme einfach das große a weg, schreibe also nichts Neues, lege nichts Neues in den Keller ab. Und am Schluss, so, am Schluss lese ich nochmal die Raute und jetzt kann ich noch einen weiteren Zustand erfinden, ja, um auf der sicheren Seite zu sein, sage ich hier. Ich nehme noch einen Zustand Z2. Das ist der Zustand, in dem passiert gar nichts. Das ist letztlich mein Endzustand, wenn man will. Eigentlich könnte man ihn auch lassen. Man könnte auch hier Z1 stehen lassen, ne? Z1 Epsilon, weil es passiert ja nichts mehr. Ich kann ja nichts mehr vom Stack runterlesen, ne? Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr operieren, ich könnte keine andere Regel anwenden. Eigentlich kann man es so lassen. Manchmal schreibt man auch einfach, aber trotzdem einfach hier Z2 hin, ja, um anzudeuten, Schluss jetzt. Ha? Okay, aber eigentlich ist auch so schon Schluss, denn der Keller ist leer, Wort ist gelesen, ja, und damit ist das Wort in der Sprache. Und jetzt kann ich auch nicht mehr sowas wie A, B, A, B lesen, denn nachdem ich ja einmal ein B gelesen habe,
bin ich automatisch im Zustand Z1 und in Z1 kann ich kein A mehr auf den Stack draufpacken, das ich später wieder runterholen kann. Das heißt, AB, AB wird niemals dazu führen, dass das Stack leer ist. Ja? Das können wir auch gerade mal ausprobieren jetzt mit dieser Variante. Also angenommen, ich habe jetzt das Wort AB, AB, so. Ne? Am Anfang ist die Raute im Keller, ich lese ein kleines A, Raute im Keller, ich bleibe in Z0. Und schreibe A hier hin. So, jetzt lese ich ein kleines B. Ich bin in Zustand Z0, lese ein kleines B, hole ein großes A vom Keller, wechsle in den Zustand Z1. So, und jetzt komme ich hier weiterhin, ne, zum nächsten Buchstaben. Kleines A, ich bin in Z1 und will ein kleines A lesen, da gibt es gar nichts. So, das heißt, hier habe ich jetzt überhaupt gar keine Regel. Ich kann nicht mehr weitermachen. Das Wort ist nicht abgearbeitet, das heißt, das Wort ist nicht in der Sprache. Ne? Nur wenn das Wort abgearbeitet ist und der Keller leer ist, dann ist das Wort in der Sprache. So. Okay. Jetzt kann ich auch noch überlegen, was machen wir eigentlich, wenn wir hier oben auch haben wollen, das leere Wort in der Sprache. Ne? Also wir sollen auch das leere Wort akzeptieren können. N kann auch 0 sein. Naja gut, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Wenn also das leere Wort gelesen wird und das soll in der Sprache sein, ja, dann muss man einfach nur noch sagen, dass man von Z0 mit Epsilon und der Raute auch in Z2 hier in diesem Fall und Epsilon geht. Na? Das heißt, ich habe auch in Z0 die Möglichkeit, Epsilon zu lesen, also nichts zu lesen und die Raute aus dem Keller zu holen und dann in Z2 überzugehen und nichts zu schreiben, damit ist das Wort leer, der Keller leer, das Wort ist in der Sprache. Ja, jetzt könnte man behaupten, okay, jetzt pass mal auf, aber wenn ich jetzt Folgendes mache hier, wenn ich jetzt das Wort AA habe, ne, dann könnte ich mich ja entscheiden, in Z0 entweder diese Regel anzuwenden, am Anfang, also Z0 klein a zu lesen und dann groß A auf den Stack zu packen. Ich kann mich aber auch entscheiden, das hier zu machen, deswegen nicht deterministisch. Ne? Ich könnte auch sagen, ach komm, ich lese mal nichts. Ne? Spontaner Übergang kann ich immer machen. Z0, ich lese nichts, nehme die Raute runter und wechsle in Z2. So. Ne? Ja, was ist dann? Dann ist das Wort nicht abgearbeitet. Ne? Das Wort ist nicht abgearbeitet. Der Keller ist zwar leer, aber das Wort nicht abgearbeitet. Das heißt, das Wort ist nicht in der Sprache. Nur wenn das Wort abgearbeitet ist und der Keller leer ist, dann ist das Wort in der Sprache. Und so entsprechend muss man seine Regeln konstruieren. Ne? Dass das immer genau dann der Fall ist, also dass der Keller immer genau dann leer ist bei einem abgearbeiteten Wort, wenn das Wort in der Sprache ist.